Servus, liebe Kurvenräuber und Räuberinnen, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Kaffee Racer Steak. Ich bin der Stefan, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, alle meine Motorräder sind da. Wobei, ist gelogen, die Zündab fehlt, die steht schon bei mir zu Hause. Und warum sich die Motorräder hier befinden, erzähle ich euch gleich. Warum stehen die drei Maschinen jetzt hier? Hat zwei Gründe, ganz einfach. A, steht die Saison vor der Tür, Mai, meistens beginnt es für mich so kurz davor. Ist das Wetter meistens nicht beständig und warm genug für meinen Geschmack. Ich weiß, viele Fahrer werden jetzt wieder jammern. Ich kann es nicht, ich mache es nicht, ich brauche es nicht und fahre natürlich dann auch nur, wenn das Wetter passt und warm ist. Der zweite Grund ist, eine kleine Ära geht zu Ende. Und zwar wurde mir die andere Garage wegen Eigenbedarf gekündigt, wo quasi die drei Motorräder und die Zündapp ein schönes Zuhause hatten. Sprich, jetzt sind sie hier und jetzt machen wir sie für die neue Saison startklar. Was bedeutet es bei mir immer? Eigentlich immer, je nachdem, Ölwechsel manchmal vor und nach der Saison, das sehe ich mal, wie viel das Motorrad gelaufen ist, Kettenspannung, Bremsflüssigkeitswechsel, alles was eben so dazugehört, Luftdruck etc., pp, natürlich auch die offenen Luftfilter, wo welche drauf sind, werden gereinigt. Also wirklich, es wird alles penibel überprüft, dass wir dann im Normalfall eine ruhige Saison fahren können. Allerdings gibt es jetzt auch einen Wermutstropfen und ihr seht schon, die Halle wird immer voller und da könnte ich sie auch nicht stehen lassen. Wie gesagt, ich habe hier auf dem Gelände ja eine kleine Unterstellmöglichkeit, wo ich die jetzt hinstellen kann, denn hier schrauben und unterstellen würde nicht funktionieren. Und wenn ich alle Motorräder startklar gemacht habe für die neue Saison, unter anderem die grüne Boldor kriegt noch neue TÜV dieses Jahr, muss ein Motorrad von diesen drei leider gehen. Warum? Hätte ich auch nie gedacht, dass ich das sagen werde. Allerdings ist es einfach zu viel. Ich komme nicht wirklich so viel zum Fahren, dass ich wirklich alle drei bzw. vier Maschinen mit der Zündab wirklich dauerhaft bewegen kann. Das tut mir im Herzen weh. Da steckt so viel Herzblut, Geld, Arbeit drin, dass es zum Rumstehen dann wirklich auch zu schade ist. Ich dachte wirklich nie, dass ich das sagen werde und habe mir immer gedacht, okay, was man hat, hat man, lässt man stehen. Aber es macht doch wirklich keinen Sinn. Von daher, wenn sich das Angebot ergibt und jemand die Maschine wirklich dann will, wenn ich es online stelle, kann er die gerne käuflich erwerben. Wie gesagt, wird nochmal TÜV neu drauf gemacht. Es ist alles niegelnagelneu. Im Prinzip ist der Motor noch nicht mal richtig eingefahren. Es kam ja erst das Übermaß Kolben rein. Es ist alles niegelnagelneu. Aber es bringt ja nichts, wenn ich sie nicht fahre. Ich fahre aktuell die Suzuki am liebsten. Wenn es dann mal ein bisschen schneller sein muss, fahre ich da hinten die blaue Boldor. Das ist einfach, da hängt einfach mein Herz dran, das war quasi das erste Projekt, da steckt am meisten Knete drin, die ich eh nie mehr kriege, kriegt man sowieso nicht mehr, das ist klar, aber da steckt einfach zu viel Kohle drin, das macht aktuell keinen Sinn oder ich möchte mich einfach auch noch nicht trennen, von daher wird es die. Das ist eigentlich ein wunderschöner Umbau mit so viel Sonderteilen und Spezialsachen wieder, macht auch keinen Sinn, aber es bringt ja nichts, von daher muss sie ihren Platz leider hergeben. Und wie ihr ja alle wisst, im Hintergrund kann man es ja unschwer erkennen, haben wir ja hier noch die gute Yamaha Virago 1000. Das ist ja mein jetziges Projekt, für alle, die vielleicht jetzt neu dazugekommen sind. Und früher oder später soll die ja auch mal auf die Straße kommen. Wird natürlich auch wieder ein Bobber-Chopper, irgendwie so ein Zwischending, so wie die Suzuki. Und dann haben wir ja schon wieder ein Motorrad. Sprich, dann sind es wieder drei fertige Motorräder, inklusive der kleinen Zündab. Und ja, selbst dann ist es eigentlich schon im Prinzip eine zu viel. Ich weiß, viele werden jetzt sagen, man kann nicht genug haben, aber ganz ehrlich, es macht einfach keinen Sinn. Jetzt schwenke ich mal um, nochmal einen Blick auf alle Motorräder hier. Und wie ihr auch schon erkennen könnt, ist die Yamaha auch wieder zum Teil zerlegt. Der Tank und der Fender sind weg. Die sind jetzt schon beim Lackieren. Wie gesagt, wie es lackiert wird, ich habe keine Ahnung davon. Ich habe es nur dorthin gesendet, wie es meine Frau möchte. Da ist es jetzt und ich bin eben immer noch am Bauen der Batteriebox. Allerdings bin ich da jetzt schon wirklich ein Stück weit gekommen. Bin da jetzt schon in die Endzüge. Wie ihr seht, die Kabellage ist wild und ich werde jetzt schon wieder einige graue Haare dazu bekommen, wenn ich weiß, wenn ich dann mal den Kabelbaum wieder da reinbaue, wirklich die Kabel so zu verlegen, dass sie da schön drin sind. Ob ich das wieder hinkriege oder einen Ausflipper kriege, wird man sehen. Ja, da geht es auf jeden Fall weiter. Es ist ja noch ein Haufen Arbeit. Motor muss schwarz, Kabelbaum muss wieder raus. Es sind noch so viel Arbeiten. Wie gesagt, Auspuff muss gebaut werden, etc. pp. Aber wie gesagt, ich mache jetzt erstmal die Motorräder Saison startklar. Dann räumen wir sie in die andere Halle
Und wenn es hier weitergeht, melde ich mich wieder. Ich melde mich später als gedacht und es ist wirklich auch nicht viel passiert. Ich bin zurzeit ein bisschen in, ja, in den Formtief, möchte ich es jetzt mal behaupten, und komme eigentlich zu nichts. Es ist einfach viel zu viel los, privat, beruflich, dass ich hier wirklich nicht wirklich zum Schrauben komme, so wie ich mir das vorstelle. Wie man auch gerade wahrscheinlich unschwer erkennen oder hören kann, es hakt gerade leicht. Also man hat ja zurzeit 4 Jahreszeiten an einem Tag und ist zurzeit 2 Wochen schon am Stück. Muss ich euch nicht erzählen, bei euch wird sicherlich das Wetter nicht sonderlich besser sein wie bei uns. Nervt natürlich auch gewaltig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie man in den Klamotten sieht, heute haben wir 6 Grad. Das ist ein Wahnsinn. Viel Gejammer, aber wie gesagt, es ist nicht viel passiert. Eins kann ich euch aber zeigen, habe ich ja gesagt, das möchte ich euch zeigen. Und es ist der Batteriekasten. Und der ist jetzt soweit im Großen und Ganzen fertiggestellt. Da muss jetzt die Oberfläche natürlich noch bearbeitet werden. Der bleibt dann nicht so blank, wie er ist. Der wird ja wahrscheinlich sicherlich auch schwarz. Und wie ihr seht, der Deckel vorne wird hier 4-mal geschraubt. Den könnte man dann abnehmen. Und dann kommt man auch an die Innereien ran. Hinten sieht man ein paar Löcher. Wie gesagt, da wird der Lichtmaschinenregler befestigt mit einer Schraube oben an den Rahmen ran und unten auch 2-mal an den Rahmen ran. Und dann hängt die Kiste da wirklich bombenfest drin. Ihr wisst ja, hineinkommen tut hier der Power auf Tower mit der ganzen Elektronik. Was wir eigentlich zum Motorrad brauchen, recht viel mehr, hängt dann woanders auch nicht großartig rum. Sicherlich haben wir hier unten noch einen Ständerschalter etc. pp. Aber das meiste befindet sich dann, oder wirklich 90% befindet sich dann eigentlich hier drin. Kabel müssen natürlich schön verlegt werden. Das ist nochmal so ein Thema für sich. Wie gesagt, das ist nochmal die Batteriebox. So schaut jetzt aus, ein bisschen wie eine Pyramide. Ich dachte mir das auch am Anfang eigentlich ein bisschen leichter und auch, dass ich wirklich viel mehr Platz hätte in der Form. Klar, wenn man das vielleicht anders verkleiden würde außen, was mir persönlich aber dann nicht gefallen würde, könnte man da vielleicht doch noch ein bisschen mehr Platz kreieren. Aber allerdings darf man auch nicht vergessen, dass ja da der Fender noch lang läuft. Habe ich aber alles schon gezeigt und von daher wurde es dann doch wieder mal enger als gedacht. Allerdings nicht vergessen, es ist ja wirklich das Steuergerät drin, die Motor-Gadget und die Batterie. Also wir haben da wirklich alles drin. Ansonsten, ja, was ist jetzt noch weg an Sachen? Die Lacksachen sind ja gerade beim Bobberkotten. Da blende ich mal unten die ja, Instagram-Adresse rein. Da könnt ihr mal reinschauen. Also der macht richtig geilen Shit. Was er für mich allerdings lackiert, weiß ich ja nicht, weil er ist ja in geheimer Mission mit meiner Frau. Also ich muss mich selbst überraschen lassen. Und die Sitzbank ist schon bei der Sattlerin. Also überhaupt nichts, nichts passiert jetzt nicht, aber es passiert auch nicht viel. Eine Sache habe ich auch noch, aber auch nicht wirklich mehr und da brauche ich gegebenenfalls eure Hilfe. Ich hoffe, mir kann irgendjemand von euch helfen. Und zwar, Achtung, zack, der Auspuff. So stelle ich mir das jetzt aktuell vor. Die sind jetzt nur mal dran befestigt, dass ich gesehen habe, okay, wie lang ist dieser Endschalldämpfer? Wie kann ich ihn positionieren? Wie werde ich ihn positionieren? Man hat ja nur noch die Option, ihn gerade rausgehen zu lassen. Vielleicht füge ich mal ein Bild ein, aber es kann sich, denke ich, ja jeder ja, vorstellen. Lasse ich einen rechts, einen links rausgehen, lasse ich beide auf einer Seite rausgehen. Also so weit bin ich jetzt schon mal, dass ich es persönlich höchstwahrscheinlich in schräger Variante anbringen möchte. Und natürlich logischerweise auch beide auf einer Seite. Dann gucken wir uns das mal von hinten an. So könnte es aussehen. Ja, das steht jetzt noch in den Sternen. Aber jetzt brauche ich mal eure Hilfe. V2-Spezialisten, Auspuffbauer. Ich habe ja schon meine Erfahrung gemacht mit einer ja, Boldor Vierzylinder, da wirklich mal komplett eine Auspuffanlage selbst zu bauen. Und es ist nicht ohne. Was wir jetzt hier haben, je nachdem, wie wir den Auspuff anstellen vom Winkel her, müssen wir da wirklich aufpassen, dass wir da nicht zu tief kommen. Jetzt hat sind wir ungefähr genau auf einer Flucht mit dem vorderen Krümmerrohr. Und auf was ich jetzt eigentlich hinaus will, und ihr seht es ja auch schon, ich habe mir hier sehr viel Rohrmaterial besorgt. Auspuff selbst bauen. Aber wie? Dass der Motor auch anständig läuft und vor allem diese Endschalldämpfer nicht zu laut werden. Wir können mal reinfilmen und ihr seht, man kann nicht durchgucken. Liegt daran, dass hier hinten auch wirklich DBI da drin sind. Ne? Man sieht mal schön, seitlich ist die Schraube, alles wunderbar. Oberflächengüte ist jetzt nicht so der Hit. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, sind sie okay. Wie sie klingen, wird man dann ja vielleicht irgendwann mal hören. Oberflächengüte ist aus dem Grund nicht wichtig, weil ich möchte die komplette Auspuffanlage eh in Schwarz haben. Und da es dann ein einheitliches Schwarz werden soll, werde ich sowieso alles nochmal lackieren. Die Krümmer allerdings,
einmal und der zweite, den sieht man hier leicht, der kommt dann ja hier unten raus, da kann man das Rohr schön erkennen. Die werde ich gegebenenfalls wickeln, weiß ich aber noch nicht, weil das Rohr schaut halt auch nicht mehr ganz so schön aus. Klar, wenn man es lackiert, wäre es auch egal. Wie gesagt, das steht noch in Sternen. Aber jetzt kommen wir mal hier zu der ganzen Verrohrung. Ich habe mir hier ein Aufsteckrohr besorgt, das soll hier unten auf dieses Krümmerrohr draufgesteckt werden. Aber wie gesagt, es ist noch nicht alles eingekürzt. Vom Winkel her angepasst, gar nichts. Nur, dass ihr euch das vorstellen könnt. Es muss natürlich noch einiges weiter nach oben, dass wir dann hier auf diese Höhe irgendwo rauskommen. Dann habe ich hier zwei unterschiedliche Rohrdurchmesser. Das dicke ist einmal für hier. Das möchte ich eigentlich hier flach dran schweißen, also auf Stoß schweißen. Ich möchte da nichts drüber schieben, weil dann hat man da wieder eine Verdickung, was mir optisch nicht gefallen würde. Und das vordere Krümmerrohr ist ja eh schon um einiges dicker wie das hintere. Ja. Für das hintere Rohr haben wir natürlich auch noch ein gerades Stück und ein paar Bögen, dass wir hier auch irgendwie natürlich zurechtkommen. Und jetzt, wie gesagt, jetzt brauche ich eure Hilfe. Vielleicht ist jemand dabei, der Erfahrung hat, mir da helfen kann, ich zu ihm kommen kann, er zu mir kommt oder zumindest über E-Mail oder irgendwas ähnliches mir helfen kann, wie ich das am gescheitesten anstelle. Ich habe mit dem Louis schon mal drüber sinniert. Er meinte, vielleicht ist es eine gute Idee, so eine Art X-Pipe zu bauen, um da auch den Geräuschwerten vielleicht entgegenzusteuern. Und auf was mich der Jay gebracht hat, sind diese Einsätze. Ja, soll dann auch nochmal, ja im Prinzip ist es ein Cut, soll dann auch nochmal der Geräuschdämpfung ja behilflich sein. Die Frage ist natürlich dann, wie verhält sich es mit dem Rückstau und der Lautstärke. Ich weiß, jetzt kommen dann wieder die Schlaubi-Schlumpf-Kommentare, wenn man keine Ahnung hat, soll man keinen Auspuff bauen. Aber wenn man hier einen Custom-Made-Auspuff haben will, hat man nur zwei Möglichkeiten. Wenn schon, macht man es selber. Oder man geht irgendwo hin zu jemandem, der sowas macht. Aber da zeigst du mir mal jemanden, der für eine Virago eine Auspuffanlage baut, die dann noch irgendwo bezahlbar ist. Weil wenn ich dann für so eine Anlage 2000 Euro zahle, das habe ich nicht mal fürs Motorrad bezahlt. Also ihr wisst auch, was ich hinaus will. Vielleicht könnt ihr mir hier helfen. Gucken wir mal. Es wäre auf jeden Fall eine Top-Sache. Ansonsten, wie gesagt, passiert aktuell nicht wirklich viel. Ihr seid jetzt auf dem neuesten Stand. Es tut mir leid, dass es so ist, wie es ist. Ich habe nochmal ein Video vom Joachim im Pedo. Also seid da gespannt. Auch ein ganz netter Kerl. Ganz viele Motorräder. Wird auf jeden Fall interessant für euch. Und was wir vorhaben, am 1. Mai zusammen wieder aufs Nürnberger Treffen zu fahren, sofern das Wetter mitspielt. Allerdings steht es noch in den Sternen. Ob das wirklich klappt, weiß ich nicht. Allerdings zeigt natürlich der Wetterbericht schon wieder eine Tendenz, dass es dort ein bisschen besser sein könnte. Schauen wir mal. Also wie gesagt, ihr kennt jetzt den Zwischenstand. Auspuff, ganz wichtig, meldet euch bei mir. Ansonsten nicht vergessen, Daumen nach oben, Glocke umhängen, Abo-Button drücken. Bis zum nächsten Mal, euer Kaffee Racer Steg. Ciao, servus.